Und ihr Pfeifen, ihr werdet jetzt Zeugen eines Experiments. Und in den Kommentaren, ja, also hier unten drunter, da könnt ihr mir sagen, wie das Experiment denn ausgegangen ist. Ich kann es ja nicht selber bewerten. Ja. Und zwar folgendes, ich habe mir überlegt, dass ich ganz gerne so ein bisschen Livestreaming mit Games machen würde und da würde ich ganz gerne was dazu labern. Deswegen habe ich mir ein Mikrofon geschnappt und habe einfach mal beim RimWorld Zocken Twitch mitlaufen lassen und ja, ein bisschen dem hergechattet habe ich auch. Aber in erster Linie habe ich RimWorld gespielt und das Ganze so ein bisschen kommentiert. Besonderheit ist ein Endlosspiel, wofür RimWorld eigentlich nicht gedacht ist. Und man sieht deswegen in dem Video mal ganz gut, was es so alles an Features gibt, auch mit ein paar Mods und solchen Geschichten. Was ich genau damit bezwecke, erkläre ich durchaus auch am Video. Aber den kleinen Einspieler hier, den wollte ich noch vorwegsetzen, weil der Stream fängt ein bisschen abrupt an. Da wird noch nicht erklärt, um was es eigentlich geht. Das mache ich also hiermit, habe ich gerade getan, wie auch immer. Ja, also es ist eine Stunde lang, weil ich halt einfach mal gucken wollte, wie lange ich reden kann, ohne dass meine Stimme versagt. Und ihr müsst es euch ja nicht ganz angucken, aber schaut doch mal rein und skippt vielleicht so ein bisschen durch. Und lasst mich wissen, ob das was ist, was euch in einem eigenen Channel natürlich auch so auf YouTube generell mal interessieren würde. Das muss jetzt auch nicht auf das Spiel beschränkt sein. Ja, gibt ja noch mehr, was ich spiele. Ja, wie dem auch sei, was jetzt nachkommt, ist nichts anderes als eine Aufnahme meines allerersten kommentierten Livestreams. Habt Spaß. So, und jetzt danke ich dem guten Stechmückel ganz herzlich, dass er mit mir zusammen so ein bisschen Bugfixing betrieben hat. Ich hatte natürlich nicht gemerkt, dass der Sound vorhin total verhackt war, aber jetzt sollte es im Grunde genommen passen. Ich habe auch mal die Musik von RimWorld angemacht, damit es nicht ganz so öde wird. Und, okay, hier unten sieht man, was leicht mal bei dem Spiel passieren kann, wenn man einen sehr kleinen Raum hat, in dem viel Geraffel kommt. Der schmeißt dann einfach die Sachen über die Wand in den nächsten Raum. Naja. Das gibt eine Menge Rennerei, um das ins Krematorium zu schaffen, aber irgendwann kriegt er das schon hin. Gut, Cargo Pods sind da. Schauen wir doch mal, was wir da bekommen haben. Naja, Insect Jelly, das ist natürlich, ja, minder geil. Ich mache die Musik wieder aus, die geht mir auf die Nüsse, wenn ich spiele, tut mir echt leid. Außerdem, ja, Musik, doof. Spielsounds, gut. Gut, das müsste man jetzt eigentlich vernünftig hören. Ich frage nochmal im Chat nach. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Kommentar sein wird, ob es passt. Aber eigentlich, Aufnahmemodus hat funktioniert und ich glaube, jetzt geht auch das. Und jetzt schauen wir doch mal, was es hier noch so zu tun gibt, mal so ganz direkt. Haben wir denn irgendwo schon... Oh, hier unten ist jede Menge Cannabis geerntet worden. Das ist doch ganz hervorragend. Das bedeutet, dass wir unsere große Joint-Rollerin Pyrrha da mal hinschicken und sie mal ordentlich Tüten drehen lassen. Das Zeug hier ist Smoke Leaf. Wenn ich mir die Blätter so anschaue und das Produkt, das dabei rauskommt, habe ich eine gewisse Ahnung, worauf der Entwickler hier hinaus wollte. Hier drüben der Hopfen, der ist auch inzwischen schon relativ weit. Was ich da mal mache ist... Ich könnte natürlich darauf warten, bis meine Hunde oder auch die Typen das irgendwann mal holen. Aber wenn genug da ist, so wie jetzt, dann kann ich auch einfach mal alle einmal zum Schleppen schicken. Dann sollen die einfach den blöden Hopfen hier schon mal rauszuppeln. Und dann kann ich oben gleich anfangen, die Brauerei zu befeuern. Das kommt immer besonders gut. Bier, klasse Handelsware wie im echten Leben. Pyrrha ist hier beschäftigt. Der mache ich nichts, die könnte auch überhaupt nicht schleppen. Aber alle anderen, die kann ich hier mal losschicken und ihnen sagen, dass ich den Hopfen haben will. Gib ihn. So. Schauen wir mal, wie viel von dem Zeug hier schon am Lager angekommen ist. Okay, hier ist schon einiges an Hopfen da. Und jetzt schnappe ich mir jemanden, der gute Kochfähigkeiten hat. Ich weiß zufällig, dass sie und Jennifer hier ganz gut geeignet wären. Und dann nehme ich mal Jennifer und ich sage ihr, komm, du machst jetzt mal Brauerei-Business. Und während die da oben braut, gehe ich hier runter und schicke einfach ein paar von den Leuten von gerade eben nochmal hin, um noch mehr von dem Zeug zu holen. Einfach nur, damit der da oben der Nachschub nicht ausgeht und wir hinterher eine Menge Bier zu verticken haben. Na, komm, Bluebell, du auch. Köchin. Blackout.
Ja, Mad Animals. Das ist was, was normalerweise im Basisspiel was ist, wo man zunächst am Anfang erstmal echt Panik davor hat, auch wenn es bloß ein blödes Eichhörnchen ist. Aber wenn so eine Basis mal einigermaßen läuft, dann passiert Folgendes: Das Eichhörnchen kommt an, das Eichhörnchen läuft rein, meine Geschütztürme legen los. Das Eichhörnchen sollte eigentlich Matsch sein. Es ist dem Hund hinterher gejoggt, was natürlich ultra blöde ist. Aber dann schicke ich einfach mal Jova hier hin. Ja, es ist zermatscht worden. Hier, komm. Jova, dich derekrutieren wir und sagen wir, du sollst es in die Küche bringen, dann können wir es nachher auch schlachten. Ja, Jennifer ist schon am Bier machen. Genau genommen, sie macht Wort. Ich glaube, das ist Stammwürze oder sowas. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist es dann das, was dann hinterher in Fermentierfass kommt, eine Zeit lang liegen muss und dann wird tatsächlich fertiges, leckeres Bier draus. Und das kann ich dann den verschiedenen anderen Leuten verkloppen hier. So, bei wem waren wir? Shade. Paul. Paul. Sie, du bitte auch. Und Jova, danke für die Geschichte mit dem Eichhörnchen, aber du musst trotzdem auch was schleppen. Pyrrha rollt und rollt und rollt währenddessen. Wir haben ja eine ganze Menge schon beisammen. Das ist gute Handelsware, wie in echt. So. Was ich jetzt hier oben auch sehe, es ist zwischendurch bereits eine ganze Ernte reingekommen mit diesen Psychoid-Leaves hier. Daraus wird eine Substanz hergestellt, die nennt sich Flake und ich behaupte mal, das ist das Analogon zu Crystal Meth. Ja. Weil da schon so viel da ist, sage ich jetzt dem Mello hier, er soll mal hinmachen und soll da mal Drogen fabrizieren. Aber ich sehe gerade, er hat noch die richtigen Materialien. Nee, doch nicht. Ich dachte, er möchte ja Medizin machen, weil an derselben Bank kann man auch Medizin herstellen. Und der geht jetzt hin und kloppt jetzt hier Flake raus. Meth. Gut. Bier wird gemacht, Meth wird gemacht, Tüten werden gerollt. Ja, das sind ja eigentlich alle wichtigen Sachen in so einer Kolonie. Mal gucken. Stone, Bluebell. Schön die Hände über die Bettdecke, ja? Ja, und damit sind wir jetzt wieder im Maintenance-Modus. Ne? Im Grunde genommen passiert jetzt erstmal nicht sehr viel. Es sind wieder Cargo-Pots gelandet. Was haben wir hier? Ein paar Beeren. Ja, schön. Mich interessieren hier mehr diese Stahlreste. Die kann man nämlich wieder zu Stahl einschmelzen. Und Stahl ist ja nun mal das, was ich hier immer am viel zu wenigsten habe. Am viel zu wenigsten. Ich glaube, das war kein Deutsch. Ja. Das heißt, ich lasse das Ding jetzt mal stehen, schnapp mir ein anderes Gerät und ihr hört gleich wieder dieses komische Geräusch. Ja, liebe Kinder, ihr sollt natürlich nicht dampfen. Ja. Das ist nur für Erwachsene. Raucht lieber, das sagt auch die gute Tante vom DKFZ, die Frau Pötschke-Lange. Rauchen ist viel besser als das gefährliche Dampfenzeug. Oh, ein Bulk Goods Trader, der mit dem Raumschiff unterwegs ist, ganz hervorragend. Dem schicke ich gleich mal Pyrrha ans Telefon. Da kriegen wir jetzt nämlich gleich eine ganze Menge Stahl und da werden wir auch unsere Drogen los und alles wunderbar. Läuft doch. Man sieht es hier, Pyrrha geht zum Funkgerät. So, was haben wir? Also unsere Tierchen verkaufen wir schon mal nicht. Ich möchte Komponenten haben. Aber das Wichtigste, was ich haben will, ist Stahl. Oh, davon ist eine Unmenge da. Wie geil ist das denn? Unmengen von Stahl. So viel habe ich bisher noch bei keinem Händler in diesem Spiel bekommen, solange diese Spielpartie hier andauert. Mein Bier verkaufe ich ihm komplett. Die Leute sollen eh nicht so viel saufen. Mein Fleck kriegt er auch komplett. Ich bin ja mal gespannt, ob ich mir das überhaupt irgendwie auch bloß annähernd leisten kann. Hast du auch noch Gold? Er hat auch noch Gold und zwar unglaublich viel. Ah! Okay. Jetzt muss ich ein bisschen originell werden damit, wie ich hier an Kohle komme. Also ich habe hier von diesen hervorragenden Mahlzeiten, habe ich endlos viele, mehr als 150 brauche ich nicht auf Vorrat. Also verkaufe ich mal 255, das macht schon ein bisschen was. Dann die Komponenten, brauche ich die wirklich? Wie viel macht das aus? Ein Tausender, das ist eigentlich auch schon wurscht. Also hier mit Textilien macht man nicht viel Geld. Medizin habe ich nicht mehr sehr viel. Das Zeug brauche ich alles. Ah, super Idee. Ich verkaufe ihm meine Jade. Da wird sowieso so bald nichts draus. Und mein Uran kann er auch haben. Kernkraft, nein, danke. Fehlen nur noch. Okay. Schauen wir mal. Psychoid-Blätter.
die sind leider nicht allzu wertvoll. Auch der Hopfen, das ist alles. Ich kann ja mein ganzes Holz verkaufen. Ich verkaufe jetzt mal ohne Ende Klamotten. Da müssen wir halt neue Klamotten herstellen, ist ja kein Problem. Dann würde ich sagen, ich verkaufe mal alles inklusive Masterwork, also einen Level höher, als ich es normalerweise hier mache. Das sollte sehr viel Geld in die Kasse spülen, allerdings haben wir auch hinterher nichts mehr zum Anziehen. Naja. Hauptsache Stahl, sollen sie halt Stahlunterwäsche tragen. Ist ja auch sexy. Legendäre Qualität behalte ich, die allerbesten Sachen sollen sie selber tragen. Das geht doch langsam in die Richtung. Legendär, 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 legendär. Masterwork, Masterwork, Masterwork. Masterwork. Poor God Superior. Masterwork, excellent. Masterwork, Masterwork, Masterwork. Mal schauen. Ja, ich bin da. Ich bin da. Ich kann es mir leisten. Geht doch nichts über eine gut funktionierende, wirtschaftlich solide Basis. Except. So, und jetzt habe ich nämlich erstmal eine Menge Stahl am Start, damit ich hier mein Vanzadium für meine Prothesen klar machen kann. Damit das was wird, muss der Kram aber an der richtigen Stelle liegen. Deswegen sage ich den Leuten mal gleich, dass sie vor allem Gold und Stahl schon mal an besagte richtige Stelle tragen sollen. Und dann kann ich Pyrrha mal wieder loslegen lassen. Ja. Pyrrha, komm her. Sobald deine Kollegen das Zeug dahin geschleppt haben. So, jetzt sage ich dir, du sollst hier schön Material herstellen. Und dabei schauen wir jetzt erstmal zu. Während ich zum Dampf greife. Wasser trinke. Ja, liebe Kinder, Wasser, kein Bier. Aber ihr wisst ja, nicht betrunken streamen. Kommt komisch. Das hier ist nämlich diese fiese Substanz, von der brauchen wir unheimlich viel für gewisse Dinge. Ich bin zum Beispiel total heiß drauf, für meinen Jäger ein Exoskelett zu bauen. Habe ich bisher noch nie in Fingern gehabt, weiß also auch nicht, ob es wirklich gut ist. Aber wenn wir hier mal schauen, es gibt hier diese Geschichte. Exoskeleton braucht ohne Ende von diesem ganzen Kram. Aber ich will sowas haben. Und deswegen mache ich das jetzt auch mal zu dem, was wir grundsätzlich als allererstes bauen sollen. Ja, also dieses System hier mit den Builds, also mit den Arbeitsaufträgen an den verschiedenen Stationen, ist eigentlich ziemlich cool gelöst. Man kann also sagen, welche Sachen hergestellt werden sollen, nach welcher Priorität. Wenn er für irgendwas nicht das Material hat, nimmt er das nächstniedriger priorisiert und so. Das Blöde ist bloß, man kann ihm nicht sagen, welche von den Workstations er bevorzugen soll, sodass es einem gelegentlich passieren kann, dass man nicht ganz die Ergebnisse kriegt, die man haben wollte. Aber also es ist bedienbar. Und ich glaube, für jemanden, der mit dem Spiel neu anfängt, ist es auch so schon eine ganze Menge Einstellkram. Insofern wird man wohl damit leben müssen. Außerdem, es ist ja noch eine Alpha. Wir sind jetzt hier auf Rimworld Alpha 15. Alpha 16 ist demnächst angekündigt. Was weiß ich, wann das Ding eine 1.0 wird. Aber ich freue mich wie ein Schnitzel drauf. Ich spiele es nämlich seit Alpha 10 oder so und bin da total begeistert von. Ich habe auch in meinem YouTube-Channel dazu mal ein Video gemacht. Das war kürzer und weniger detailreich als das hier. Aber da habe ich da auch so ein bisschen mehr von Anfang an erklärt, wie es geht. Wie gesagt, wenn sich jetzt rausstellt, dass meine Stimme das mit dem Dauerlabern mitmacht und dass es insgesamt nicht gar zu grottig wird, dann habe ich eigentlich auch den festen Plan, sobald Alpha 16 rauskommt, mache ich mal eine richtige Let's Play-Reihe, wo ich anfange bei Null und tatsächlich darauf hinarbeite, mit dem Raumschiff abzuhauen, statt hier so ein Endlosspiel hinzulegen. Und das kommt dann auch komplett auf YouTube, da werde ich dann wahrscheinlich die öden Szenen rausschneiden oder die langen Wartereien dann auch irgendwie so ein bisschen Zeitraffen oder sowas. Aber das hier ist ein Livestream, da kann ich das nicht machen. Da kann ich nur rein und raus scrollen und über die Basis und naja. Kleines Problem, das ihr mit Sicherheit auch schon mitbekommen habt, ist, dass die Framerate hier absolut bescheiden ist. Das liegt daran, dass der Rechner hier kein echter Spiele-PC ist. Ich bin Linux-User, das ganze Ding läuft unter Linux. Normalerweise wird es für nichts Rechenintensives benutzt und die Gurke ist vor 5 Jahren gekauft worden. Also irgendwie so ein
Core i5-Prozessor oder sowas, der japst ziemlich im Moment. Also hier mit dem Spiel und dem Aufnehmen und dem Stream und dem ganzen Kram ist ein bisschen viel für den armen Kleinen. Aber ich habe für Januar eine neue Büchse geplant. Dann gibt es einen Core i7 und eine richtig fette Grafikkarte. Und ja, dann werde ich auch mal Steam so richtig durchräubern. Und dann können wir auch mal gucken, ob wir vielleicht mal irgendwas mit ein bisschen mehr Action zocken können hier. Ich habe seit Far Cry 1 keinen Shooter mehr auf dem PC gespielt. Aber man könnte ja mal wieder was machen, was so ein bisschen mehr in Richtung Grafikbombe geht. So, jetzt schauen wir mal, was wird denn hier gerade gemacht? Da unten nicht sehr viel. Jennifer, geh doch mal bitte hin und brau mal weiter. Das fände ich eigentlich ziemlich wichtig. Sie soll hier oben Joints rollen. Hallo, sie. Sie, du sollst Joints rollen. Shade soll... nein, die kann nicht. Gut, dann nehmen wir halt Jova, die macht hier Meth. Und auf dem Weg sollten wir eigentlich relativ bald wieder unsere Vorräte so weit aufgestockt bekommen, dass wir beim nächsten Händler wieder Spaß haben können. Schauen wir nochmal, was hier unten passiert. Ja, hier ist eigentlich auch noch jede Menge Dope, das da rumliegt. Dann schicke ich doch einfach mal Pyra runter, die soll da unten Tüten wickeln, damit der Cashflow auch stimmt. Ja. Jetzt sind sie schlafen gegangen, na gut, aber zumindest die drei machen hier noch weiter. Solange bis sie fast umkippen, dann gehen sie ins Bett und dann muss ich da wieder hin. Ich kriege gerade über den anderen Chat den Einwurf, das Spiel sei doch etwas nervös machen. Und ich kann dazu sagen, nein, das gehört zum Beruhigendsten, was es überhaupt gibt. Unter anderem auch deswegen, weil man ja zu jedem beliebigen Zeitpunkt einfach mal Pause machen kann. Außerdem, man darf nie vergessen, diese Basis hier... Ich muss mal kurz gucken, wie lange läuft das hier schon. Hier gibt es, glaube ich, irgendwo Statistics. History? Ja, History. Bei den Statistiken gucken wir mal. Ja, also gut. Ne, dieses Spiel hier läuft jetzt bereits seit 96 Stunden plus 12 seit 108 Stunden. Man kann sich vorstellen, dass das am Anfang insgesamt etwas weniger kompliziert ist, wenn man nicht wirklich allen Mist schon da hat. Ja. Also, ich... kann schwer empfehlen, dem Game echt mal eine Chance zu geben. Es ist auch nicht teuer. Ich glaube, es kostet irgendwie 25 Euro. Es ist Early Access, die Alpha. Gibt's bei Steam. Gibt's allerdings auch bei www.rimworldgame.com als DRM-freien Download. Also wenn man sich da kauft, ich glaube, da kostet 25 Dollar, dann kriegt man immer, wenn eine neue Version raus ist, eine Mail mit einem Download-Link und dann kann man sich einen Installer da besorgen, der also auch nicht kopiergeschützt ist. Es ist wirklich schön. Ich mag es allerdings sehr gerne wegen Steam. Ich muss auch kurz erklären, wieso. Dafür muss ich hier mal kurz aus dem Spiel raus. Das ist auch nicht so schlimm. Speichern wir mal kurz und gehen mal ins Hauptmenü. Und zwar für das Spiel gibt es verdammt viele Mods. Ja, also das, was ich hier zum Beispiel habe, dieses Hospitality-Mod, ist eine Erweiterung, mit der man überhaupt erst diese ganzen Gastgeschichten kriegt, dass Leute auch als Besucher reinkommen. Mit dem Colony Manager kann man, wie erkläre ich das am besten? Normalerweise, wenn man zum Beispiel will, dass man irgendwie Fleisch hat, da muss man einen Jäger losschicken, ja, da muss man die Tiere markieren, die gejagt werden sollen. Und bei diesem Colony Manager kann man dann einfach nur noch sagen, wie viel Fleisch man auf Vorrat haben soll und dann kümmert sich das Ding selber drum, die zu markieren. Das hört sich jetzt fast schon wie Cheaten an, aber es ist ein neuer Job im Spiel. So, es muss also auch immer eine Figur dann hingehen und muss an so einem speziellen Schreibtisch die Aufträge machen. Es ist einfach eine neue Spielmechanik, die weniger nervig ist als der Standard. Prepare Carefully ist einfach nur, damit man beim Start vom Spiel die zufällig generierten Spielfiguren ein bisschen editieren kann, damit man jetzt nicht die allerletzten Möhren hat. Also gerade für so ein Let's Play oder sowas ist das schon echt sinnvoll, weil da will man ja nicht sofort draufgehen. Rim Fridge ist sehr praktisch, damit kann man in nicht gekühlte Räume Kühlschränke reinstellen, wo dann Sachen drin gekühlt werden. Meiner Meinung nach gehört das ins Basisspiel, was ist total wichtig. Naja, egal. Auch noch so ein paar andere, ihr könnt euch ja hier eine Pause machen oder irgendwie sowas und euch die aufschreiben, angucken, Screenshot machen, whatever. Das Wichtige ist, wenn man die Steam-Version hat, und das geht mit der normalen Version nicht, da kann man hier auf Open Steam Workshop gehen und dann kann man nämlich hier nach Mods suchen. Das haben wir hier, Prisoner Joy, nur mal so zum Spaß, um mal zu gucken. Das ist ein Mod, bla bla bla. Gefangene, die man macht, so kriegt man einen großen Teil von seinen Leuten. Wenn man so Typen anschießt und das Überleben, dann packt man sie in ein medizinisches Bett, packt sie in eine Gefängniszelle und versucht sie zu rekrutieren. Die haben normalerweise eine Statistik nicht, die die anderen Spielfiguren haben, nämlich Joy, also Spaß.
Und der fügt das hinzu. Wenn ich das Mod jetzt haben wollte in meinem Spiel, müsste ich hier nur auf Subscribe klicken. Dann wird es bei mir im Spiel installiert. Wenn es ein Update gibt, werden automatisch die Updates für die Mods gezogen. Wenn ich nicht die Steam-Version hätte, dann müsste ich mir die Mods runterladen, müsste sie entpacken, müsste sie irgendwo hinkopieren, müsste selber ein Auge drauf halten, ob es ein Update für die Mods gibt. Ist mir persönlich ehrlich gesagt einfach nur zu nervig, habe ich keinen Bock drauf. Deswegen, dafür ist die Steam-Version echt prima. Gibt keine Achievements, also für die Leute, die geil auf Achievements oder Sammelkarten bei Steam sind, keine Chance. Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn das Ding irgendwann mal aus der Alpha geht und 1.0 wird, dann könnte es also durchaus sein, dass sie das auch anbieten. Aber es ist, wie gesagt, prinzipiell noch eine Alpha-Version. Es ist jetzt eine neue Version angekündigt mit unheimlich vielen neuen Sachen und verbesserten Grafiken und weiß nicht was. Also ich bin schon ganz gehypt, wenn das Ding rauskommt. Ich werde das so schnell installieren. Ja, da kann man gar nicht gucken, so schnell werde ich das installieren. Und wenn am Anfang keine Mods funktionieren, ist mir auch wurscht. Ich will die Alpha 16 haben. Ja, genau. Will ich haben, weil es neu und besser. Gut. Ladezeiten hier ein bisschen lang. Ich war ein bisschen dämlich. Ich habe meine Steam-Spiele alle auf einer von meinen mechanischen Platten und nicht auf der SSD. Und wie gesagt, der Rechner ist jetzt nicht so schnell. Weil ich vorhin mal erwähnt hatte, hier unten rechts, da sieht man Buttons für die Geschwindigkeit. Ja, also mit dem Pause-Button kann ich das Ding tatsächlich pausen, kann den Leuten Befehle geben, dass sie irgendwas machen. Und dann kann ich halt in drei verschiedenen Geschwindigkeiten, ich spiele normalerweise immer auf Vollspeed. Das ist, in der Kolonie hier passiert sowieso nichts, wo man darauf achten müsste. Insofern kann man ihn auch einfach durchballern lassen. Wir schauen mal hier unten. Drogenproduktion läuft hervorragend. Jennifer macht oben Bier, auch gut. Opera ist hier unten noch beschäftigt. Opera ist mitten im Cannabisfeld eingeschlafen. Es soll angeblich gelegentlich passieren. Und wir haben eine Kuh, die ein Junges bekommen hat. Hervorragend. Da kann ich gleich mal den Manager zeigen. Ist auch sehr, sehr praktisch. Normalerweise, wenn man hier so eine Viehzucht anschmeißt, wie ich sie ja hier habe, da hat man immer das Problem, dass die sich vermehren und vermehren, verliert man den Überblick, dann brauchen sie plötzlich so viel Futter, dann reicht es nicht mehr über den Winter und ist wahnsinnig stressig. Mit diesem Manager-Mod, das ich da habe, kann ich jetzt hier beispielsweise auf den Teil Livestock gehen. Und bei Current sieht man hier, ich habe für die Kühe Regeln angelegt und ich sage ihm, also ich will insgesamt 20 Kühe und 3 Stiere haben. Dazu dürfen 25 weibliche und 20 männliche Kälber rumrennen. Wenn die irgendwann mal volljährig werden, ich glaube, das ist so ungefähr nach einem Jahr in-game, ja, und damit die Zahlen hier überschritten werden, dann werden die Überzähligen einfach weggeschlachtet und ich habe Fleisch. Das funktioniert hervorragend und nimmt einem echt Mühe im Spiel raus. Ähnlich wie dieselbe Geschichte, man kann sagen Jagdaufträge, man kann ihm sagen, dass Holzfällen automatisiert werden soll. Und was ich unheimlich praktisch finde, es gibt Diagramme, die den Energiebedarf und die Energieproduktion der Kolonie anzeigen. Damit kann man so einigermaßen Gefühl dafür kriegen, ob man jetzt noch den Strom übrig hat für die eine zusätzliche Sonnenlampe im Gewächshaus oder ob es nicht mehr reicht. Das ist ziemlich cool. Also allein schon dafür würde ich das Mod jederzeit empfehlen. Also dieser Colony Manager ist super. Wobei es normalerweise so ist, am Anfang hat man da so eine Arbeitsstation, wo man das eben machen muss. Und ich bin mittlerweile so weit, ich habe hier unten diesen Zentralrechner, der macht das dann tatsächlich alles automatisch. Ja, man muss wirklich bedenken, bis man sich den leisten kann, hat man das Spiel schon so weit gezockt, dass einfach diese Micromanagement-Tätigkeiten, die muss man dann nicht mehr haben. So, ich kriege aus dem anderen Chat den Hinweis, dass die Kühe auf ihren Eutern laufen. Ja, das sieht hier in der Tat so aus, weil sie auf dem Weg unterwegs ist und hier die Mauer drunter ist. Aber hier sieht man, sie läuft auf keinen Beinen. Also sie gleitet mehr so hufenmäßig. Meine Hunde haben auch den Moonwalk drauf. Also der Grafikstil ist auch bewusst einfach kein... Ah, hier sind fickende Kühe, fickende Rinder, wunderbar. So, liebe Kinder, kommt es dann zu den Kälbchen. Gut. Oh, ich habe wieder Besucher. Aus Village at the Rock. So, Village at the Rock. Es gibt verschiedene Factions in dem Spiel, also Parteien. Die anderen sind alle vom Computer gesteuert. Da sind hier drei dabei. Smuggler Sparrow, Village at the Rock und Menino of Crab. Mit denen verstehe ich mich ganz gut. Sieht man hier, ne? Positive Zahlen für ihren Goodwill. Allerdings gibt es hier auch zwei, so einen
Urzeitstamm und Piratennest, die können mich überhaupt nicht leiden. Das sind die, die gelegentlich zum Kämpfen hier einfallen und dann reihenweise verrecken, weil ich besser bin. Aber jetzt erstmal zu diesen Besuchern aus, wo war es? Village at the Rock? Wo kommen sie denn her? Na, sehen wir sie hier schon irgendwo? Ich hätte vielleicht direkt an die Location springen sollen, dann hätte ich es gleich gewusst. Nanu, wo sind sie denn? Ah, hier, da sind meine Besucher. Und da sehen wir, der hier, der hat so ein kleines Fragezeichen dran. Das heißt, mit dem kann man handeln. Und dann nehme ich wieder meine geschwätzige Pyra und lasse die mit dem Trader hier mal argumentieren. Ich glaube zwar nicht, dass er viel hat, was ich gebrauchen kann, aber schauen wir einfach mal. Übrigens, bitte ich mir durchaus Kommentare zur Audioqualität. Ich habe jetzt hier als Mikro so ein Zoom H1 hingestellt. Das ist eigentlich das, mit dem meine Frau ihre Geigenaufnahmen aufnimmt. Was praktisch ist, es hat für eins von meinen Mini-Stativen eine Drehdingsbums, wo ich das auf Stativ spannen kann. So, was habt ihr denn hier? Luciferium, die böseste Droge überhaupt. Ist ziemlich geil. Wenn man die nicht dauerhaft zuführt, dann verreckt einem der User und vorher gibt's Amokläufe und was weiß ich, was sollte man von seinen Leuten also ja fernhalten. So, was ich hier gerne machen würde, ist eben die Waffen von diesen Piraten, von diesen Tribespeople zu verticken, die da vorhin durchgekommen sind. Aber wir sehen schon, der hat so wenig Geld dabei, dass ich ihm da kaum was andrehen kann. Naja, gut, muss reichen. Wieder ein bisschen Silber bekommen. Gut, wie man sieht, haben wir da unten noch jede Menge Stahl und Gold. Das heißt, ich kann mal wieder jemanden hinschicken, dass der ja noch ein bisschen mehr Vanzadium herstellt. Dieses Vanzadium, das sieht man hier, da habe ich zwei Stück davon. Man braucht jeweils fünf, um hier so eine Advanced Component herstellen zu können. Und für die guten Sachen, also Exoskelette, bionische, fortgeschrittene Beine und so ein Kram, braucht man jedes Mal fünf hiervon. Das heißt, man braucht 25 Vanzadium für eine von diesen besseren Prothesen. Und in jedem Frickel von diesem Vanzadium sind wiederum 25 Stahl, 20 Gold und 10 Plastil drin. Wer das Spiel selber spielt, weiß, dass das kein Spaß ist, so im Endgame überhaupt noch an die Materialien ranzukommen. Außer man macht es halt so wie ich, Handel. Das funktioniert tatsächlich noch. Ich hoffe aber trotzdem, dass der Tynan Sylvester, der Programmierer von dem Spiel, für die Vollversion noch irgendwie ein paar Features reinbringt, mit denen gerade das Endspiel einfach noch ein bisschen interessanter wird, weil man muss schon so ein Halbgestörter wie ich sein, ja, der einfach Spaß an so einem langweiligen Hausmeisterjob letztendlich hat, um im späteren Spiel tatsächlich noch Freude dran zu haben. Ich meine, okay, andere Leute verbringen keine 100 Stunden mit einer Kolonie, normalerweise hat man die so in spätestens 20 Stunden durch. Aber trotzdem, ich habe auch bei SimCity und auch bei Anno oder so immer schon am liebsten das Endlosspiel gespielt und es halt wirklich auch lange Zeit laufen lassen, weil ich meine Basis halt wachsen sehen will und sehen will, wie es alles cool läuft und so. Und das wird halt nix, wenn man früh aufhört. Was macht denn die hier? Was bestellt die denn gerade hier? Eine synthetische Lunge, super. Verbrät sie hier die Komponenten. Ich hoffe, dass meine Materialien reichen, dass wir dann trotzdem noch zu einem Exoskelett kommen. Ich würde nämlich auch gerne sehen, wie das aussieht. Also ob man es an denen sieht als Klamotten, ob dann so kleine Mechs rumlaufen. Das wäre irgendwie heiß. Aber gut, so eine synthetische Lunge kann man auch immer gebrauchen. Die sorgt auch dafür, dass die Leute sich schneller bewegen können. So, mal gucken, wer sind hier noch wach? Shade ist noch wach. Wenn Shade noch wach ist, dann... nee, Shade kann keine Drogen machen. Sie ist noch wach. Sie kann Bier brauen. Sie ist eine gute Brauertusse. Stone macht hier oben diese Sachen. Pyrrha, gehst ins Bett? Nee, Pyrrha geht fugen. Das ist eine ziemlich schmutzige Sache, wie die essen hier. Und schon macht sie gleich weiter an ihren Prothesen. Da ist sie nämlich immer sehr gut mit beschäftigt. Wie lange braucht das noch? Fertig. Sagt er hier. Work left minus 1. Hier ist doch irgendwas defektiv. Hallo? Standing? Hier wird nichts gemacht. Eine hölzerne synthetische Lunge? Was? Das sieht ein wenig nach... ja, die Alpha-Version macht mich gerade etwas unglücklich. Ich gebe gerade mal was anderes zu tun. Minus 1. Irgendwas ist hier
noch nicht perfekt gelaufen. Naja, ich lasse erstmal ein paar Tüten drehen. Ist ja sowieso wichtig. Ja. Ich finde es übrigens irgendwie auf eine subversive Art schön, dass in dem Spiel, also man. Die Hintergrundstory ist ja, dass man mit einem Raumschiff abgestürzt ist auf einem totalen Arschlochplaneten und halt irgendwie zusehen muss, wie man sich über Wasser hält. Sprich, wir sind die Planetenregierung, wenn man so will, und bei uns ist halt alles legal, wovon wir wollen, dass es legal ist. Ich mag so Games, wo man solche Sachen machen kann, Drogen produzieren oder man kann auch Leute versklaven, wenn man das will, kann auch Gefangene machen, wenn hier so ein Überfall kommt und die dann hinterher die Sklaverei verkaufen. Bringt relativ viel Kohle, allerdings fühlen sich die Leute dann scheiße. Apropos Gefühl, das kann ich mal so zeigen. Jeder von den Typen hat also so eine aktuelle Befindlichkeit. Ob sie gerade hungrig sind, ob sie müde sind, ob sie scheiße drauf sind. Dann sieht man ja auch, was so die Probleme sind, die sie eventuell haben. Oh, wer ist denn das hier eigentlich jetzt? Blackout hat Schmerzen, das wollen wir aber nicht. Dann müssen wir doch mal gleich schauen hier bei unseren bionischen Sachen, ob wir vielleicht einen Painstopper am Start haben, den wir hier reindrücken könnten. Painkiller Rip, ja, wunderbar. Welche Rippen hat sie schon? Sie hat schon zwei, das heißt, es kommt auf die dritte. Painkiller Rip kommt auf die dritte Rippe. Und dann sage ich, Blackout, leg dich mal schön ins Krankenbettchen. Und dann kommt Puppet und operiert dich. Nein, der will, dass Shade hier operiert, das will ich aber nicht, weil Shade ist nämlich kein besonders guter Arzt im Gegensatz zu Puppet. Und wenn das ein schlechter Arzt macht, dann kann auch schon mal durchaus der Patient dabei verrecken. Das Mindeste ist dann in so einem Fall, wenn es ein kleines Upsi gibt, dass die mühsam angefertigten Prothesen im Arsch sind. Ey, hallo. Du sollst warten, bis du operiert worden bist, du Pfeife. Ja, operating. Go. Ja. Das ist auch eine ziemlich blutige Angelegenheit, wenn hier gleich operiert wird. Leitungswasser. Na, da sieht man jetzt, ne, also Puppet holt jetzt den Kram, den er braucht. Da hat die Painkiller Rip. Jetzt wird hier eine Runde rumgespritzelt. Mal hier bei Blackout, wie ihr Gesundheitszustand ist. Zack, jetzt ist hier die Painkiller Rip drin. Und wenn wir jetzt bei ihren Needs gucken, dieses Inner Little Pain sollte eigentlich jetzt zeitnah verschwinden. Wahrscheinlich allerdings erst, wenn sie aus der Betäubung aufwacht, könnte ich mir vorstellen. Keine Schmerzen zu haben, hat einfach den Vorteil, dass sie die ganze Zeit besser drauf ist, weil wenn die Kolonisten schlecht drauf sind, dann können die ganz schlecht drauf kommen und dann passiert schon mal sowas, dass sie überall in der Basis Feuer legen oder Amok laufen, durch die Gegend rennen und auf alles schießen, was sich bewegt. Oder, was ich persönlich am allernervigsten finde, der sogenannte Psychotic Daze, dann latschen sie nämlich rum, sind nicht steuerbar und ziehen sich nach und nach aus. Dann sind ihre Klamotten und Waffen über die ganze Basis verteilt und dann darf wieder alles zusammensuchen. Um das zu verhindern, sollte man ihnen schöne Räumlichkeiten bieten und gutes Essen und dass sie keine Schmerzen haben. Naja, wie das halt so ist. Warum ist momentan eigentlich keiner dabei hier? Ach ja, genau, Pyrrha, könntest du bitte nochmal schauen, ob das jetzt klappt hier mit diesem komischen Update? Ne, sie macht das einfach nicht. Scheiße, dann muss ich es canceln. Auch nicht weiter schlimm, aber nervig. Was haben wir denn hier noch? Worklift 12, 67, 45. Was ist denn das hier mit den 12? Medical Rip Replacement. Melua hat da dran rumgebastelt. Ja, dann war's aber auch fertig. Ja, währenddessen schicke ich jetzt die gute Pyrrha einfach nochmal zum Refinen. Man kann nicht genug von diesen Komponenten haben. Gut.
Das Schöne ist, wir haben jetzt genug von allem, dass er mit ein bisschen Glück, also das Pyramid hier mit ein bisschen Glück, gleich ein Exoskelett zusammenbastelt. Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf. Und es bringt mich meinem Ziel näher, wie gesagt, falls ich es vor Alpha 16 schaffe, dass ich alle meine Typen in totale Cyborgs verwandle, die praktisch nur noch aus Implantaten bestehen, dann schicke ich sie mit dem Raumschiff los und dann gehe ich ins Bett und träume davon, wie sie auf irgendeinem Planeten landen, wo irgendwie so eine kleine Hippie-Kolonie ist und dann kommt ein Raumschiff und dann springen lauter total vollgedröhnte, bekiffte Alki-Cyborgs aus dem Schiff hier, metzeln alles nieder und übernehmen die Kolonie. Das ist so meine Art von Fantasie. Deswegen sollte man mich eventuell nicht für das Raumfahrtprogramm verantwortlich machen, weil ich baue Battlecruiser. Ich stelle übrigens gerade fest, wenn ich gerade mal auf die Uhr gucke, das sind jetzt schon 34 Minuten, die ich hier durchgelabert habe, plus davor ungefähr 20 Minuten, wo es technisch nicht funktioniert hat. Und ich stelle begeistert fest, ja, ich denke so 1 bis 2 Stunden richtiges Videostreaming mit Text dazu kriege ich hin. Also freut euch auf Alpha 16, dann gibt es ein richtiges Let's Play. Vielleicht werde ich dann bekannt und berühmt wie Gronkh und reich wie Gronkh und dann kaufe ich mir einen Entwickler, der mir RimWorld-Mods auf Bestellung baut. Schmeiß mal einen Job hin und spiele den ganzen Tag nur noch RimWorld. So, was mich jetzt gerade im Moment ein bisschen ärgert, das ist, dass es hier nicht recht vorangeht mit der Brauereigeschichte. Da ist immer noch Hopfen übrig. Haben wir noch leere Fässer? Ja, also man sieht hier bei den Fässern, ich weiß nicht, wie es im Stream rüberkommt, aber bei diesen hier ist so ein kleiner Fortschrittsbalken drin. Die sind schon gefüllt. Diese Fässer hier sind noch leer. Das bedeutet schlicht und einfach, dass hier noch jemand Hopfen verarbeiten sollte. Und Jennifer, die Alte, ist insofern ziemlich cool, als die, wenn sie mal mit was anfängt, eigentlich nicht wieder aufhört damit, bevor es fertig ist und wenn sie erschöpft zusammenbricht. Das ist noch ganz geil. Also die Figuren hier, die haben wirklich eigene Persönlichkeiten. Und wenn man eine Zeit lang gespielt hat, kann man einfach nicht anders als gewisse Dinge. Also es sind so Sachen dabei wie Liebesbeziehungen und Leute, die sich gegenseitig bescheißen. Ja? Und wenn man dann irgendwie plötzlich sowas sieht wie, ja, Break-up, dann schaut man rein und steht drin, Mellor hat Jennifer rausgeschmissen, weil die mit Waldes fremdgegangen ist. Dann fängt man schon an zu kichern, weil man weiß, ja, die ist ja schon die ganze Zeit ständig mit jedem in die Kiste gesprungen. Ja? Und das ist wirklich ganz cool. Also sie haben Charaktereigenschaften, die man auch sieht. Ja? Also, das kann man hier zum Beispiel so sehen. Und auch hier diese Skills, aber das ist einfach noch nicht alles. Also es gibt auch noch hier noch jede Menge andere Statistiken, die muss man nicht ständig im Auge behalten, aber wenn man was Bestimmtes machen will, ist es manchmal ganz cool zu sehen, wer ist so mein Bester dafür. Nur, wenn man sich das so anschaut, ja, dann merkt man, das sind ganz eigene Persönlichkeiten und das hat der Typ eigentlich wirklich gut hingekriegt, der das Ding hier entwickelt. Das, ich krieg den Hinweis im anderen Chat, ich soll Ingwer-Tee zur Stimmschonung benutzen. Ich befürchte allerdings, dass ich Ingwer absolut nicht leiden kann. Ich denke, ich werde es dann eher mit Fisherman's Friends, viel Wasser und nicht zu langen Labersessions mir irgendwie behelfen. So, dann gucken wir mal, was macht Pyrrha? Pyrrha pennt, das ist schade. Was macht Stone? Stone pennt auch. Ah, das sind meine beiden, die gut genug gewesen wären, sich um die Prothesen zu kümmern. Dann warten wir doch einfach mal. Ah, Stone ist wach. Was macht er? Er geht erstmal essen. Consuming Fine Meal. Und Fernsehen. Ja, der ist genau wie ich beim Essen Fernsehen. Ich habe ihnen hier so einen großen Fernseher hingestellt, damit sie beim Essen auch mal ein bisschen gucken können. Nicht, dass es ein tolles Programm gäbe auf dem Planeten, aber also wahrscheinlich Teleshopping. Und dann bestellen sie sich dauernd irgendwelchen Raffel und dann dauert es 500 Jahre, bis es geliefert wird, weil der Planet am Arsch des Universums ist. So, Storm, du hast genug ferngesehen. Jetzt baust du mir mal eine schöne Prothese. Jetzt gucken wir mal, was du hier zusammenstöpselst. Jetzt holt er sich also erstmal das Material. Ein bisschen Plastil, ein bisschen Steel. Advanced Components. Und was baut er? Er baut ein Exoskelett. Yes, genau wie ich es haben wollte. Boah, ich bin so gespannt auf dieses Ding. Was das kann.
bisschen Zeit braucht er noch, Stone, komm her. Ich weiß nicht, was du gerade vorhast, ob du Pause machen willst. Wenn dir Bier bla, komm. Die Bierdauer, da sollen die anderen machen. Du machst jetzt das Exoskelett fertig. Ja, sieht man, wie viel Arbeit er noch verbringen muss damit. Aber der geht mir hier nicht raus, bevor es fertig ist. Und dann werde ich das sofort meinem Jäger Ryan umschnallen. Yes! Ein Exoskelett. Wie sind denn die Stats davon? Plus 25 Bewegung. Rüstung ohne Ende. Sehr schön. Gut, wie gesagt, unser Jäger soll es sein, lieber Ryan. Ed Bill, du kriegst ein Exoskeleton Suit. Und dann gehst du hier hin. Und dann werden wir, sobald du da liegst, Puppet holen und dich reparieren lassen. Jetzt hat er hier gerade automatisch die Geschwindigkeit auf langsam gestellt. Das bedeutet, dass irgendwo ein Kampf stattfindet. Nur es ist irgendwie verbuggt. Er sagt einem nicht mehr. Jetzt sagt er mir hinterher, dass mein Köter gekillt worden ist. Na super. Da kommen auch gleich noch bald Goods Traders. Von denen können wir wieder Stahl und so einen Kram kaufen. Hallo, Ryan, wo bist du? Da oben. Mann, Digga, komm her. Ich will dir dein Exoskelett verpoolen. Wieso Need Materials? Achso, wahrscheinlich ist gerade ein Köter mit dem Exoskelett unterwegs. Ja, genau, hier unten da. Sieht man, bringt gerade ein Köter das Exoskelett hoch. Und solange das hier im Transit ist, rafft das Spiel nicht, dass ich es am Start habe. Also, Puppet. Prioritize Operating. Make it so, Sir. Speichere vorher ab. Wenn das Exosuit irgendwie dabei kaputt geht, dann lade ich. Kein Bock hier auf Hardcore. Es wäre so cool, wenn man das statt Klamotten an ihm sehen würde hinterher. Ich befürchte bloß, dass sie da keine neuen Grafiken dafür gemacht haben. Aber wenn wir jetzt mal in die Info hier reinschauen, Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte in die Health Overview. Dann schauen wir hier mal Moving, also seine Bewegungsgeschwindigkeit. 220%. Will heißen, das ist ganz geil bei meinem Jäger vor allem, weil der halt logischerweise ziemlich viel unterwegs ist, um Viechern hinterher zu rennen, die er dann wegballert. Wenn der besonders schnell rennt, A, er verbringt nicht so viel Zeit damit, sinnlos durch die Gegend zu tingeln. Und B, was ganz wichtig ist, manchmal, wenn man Tiere jagt, werden die Tiere stinkig und wollen zurückschlagen. Und manchmal ist dann auch die ganze Herde so drauf, dass sie sagen, hey, hier, den machen wir jetzt platt. Und wenn man es mit einer Herde Steinböcke zu tun hat, ja, das ist nicht so gut. Der Steinbock als solcher ist sowieso schon gefährlich, aber wenn man gleich eine ganze Herde am Sack hat, ist man eigentlich am dransten. Will man verhindern und deswegen ist es ganz geil, wenn man schnell genug ist, um wegzurennen. So, was haben wir hier? Stahl. Oh, der hat eine Menge Stahl am Start. Hat der Vanzidium? Nein, leider nicht. Es ist immer so schön, wenn man von dem Vanzidium was kaufen kann. Hat er Gold? Hat er Gold? Nein, er hat auch kein Gold. Was ist denn das für ein Trader hier. Na gut, dann kaufe ich ihm noch seine Komponenten ab. Ja. Sonst noch irgendwas? Na, Plastil hat er keins. Es lohnt sich gar nicht, dem meine Drogen zu verticken. Der kriegt einfach die halbwegs normalen Klamotten, die jetzt mittlerweile wieder angefallen sind. Hier diese mit irgendwas Prozent sind übrigens welche, die meine Leute bereits getragen haben, die sich dann aber irgendwas Besseres aus dem Stapel genommen haben. Die legen dann ihre alten Klamotten rein mit so einer gewissen Abnutzung. Kann man hinterher prima verkaufen. Ah ja, hier ist jede Menge Goods Superior. Das ist mehr oder weniger Müll. Das kann man ihm alles verkaufen. Okay, leider habe ich davon nicht mehr so viel, weil ich ja vorhin so ungefähr alles den anderen Typen vertickt habe. So, dann kriegt er halt mein ganzes Bier. Leute sollen hier eh nicht so viel saufen. Na, dass ihr mal seht, ich habe unendliche Mengen von diesem ganzen Zeug da auf Lager. Schauen wir mal, was bringt am meisten. Der Hopfen bringt am meisten. Der macht auch am meisten Arbeit. Ich habe momentan alle Fässer voll. Also verkaufe ich ihm einfach meinen ganzen Hopfen. Der wächst schon nach. Dann kriegt er noch ein paar Joints. Ja, hier, na, das ist zu viel. Das kann er sich nicht leisten. 100. Ja, ein paar weniger. Wunderbar. Klack. Es gibt Stahl und es gibt Geld.
Ja, das mit dem Stahl ist relativ wichtig, weil das ist eine Ressource, die es nicht unendlich viel auf der Karte gibt, aber man braucht sie im Laufe der Zeit immer weiter, weil wenn man sich die Leute hier mal anschaut, ich nehme jetzt hier mal so einen raus und gehe hier mal auf seine Ausrüstung, der hat zwei Klamottenteile, nämlich seinen Helm und seine Schutzweste, die beide sich im Laufe der Zeit abnutzen, das ist schon mal nicht so gut. Und was noch viel schlimmer ist, wo man für die Herstellung, damit man ihnen neue geben kann, Stahl braucht. Das heißt, wenn man keinen Stahl beschafft in irgendeiner Art und Weise, hat man irgendwann Leute ohne vernünftige Rüstung rumlaufen und dann ist der nächste Angriff kein Spaß. Da sollte man immer darauf achten, dass die Leute einigermaßen vernünftig ausgerüstet sind. Hier unten steht Waldes und kifft sich ein. Ey, Waldes, du gehst hier nicht weg und einfach nur stoned, sondern, mein Liebster, bevor du weggehst, nimmst du dir noch ein paar Psalkot-Blätter mit. Das finde ich auch ein bisschen blöde. Das sollte in der finalen Version vom Spiel vielleicht auch nochmal echt überdacht werden. Das ist häufig passiert, dass Leute irgendwo hingehen, ja, wo Zeugs rumliegt, das geschleppt werden muss. Und statt auf dem Rückweg in die Basis einfach das Zeug mitzunehmen, latschen sie einfach leer zurück. Das ist total nervig. Also ich finde, wenn sie schon mal irgendwo sind und gerade was anderes machen wollen, dann sollten sie erst mal schauen, ob zufällig irgendwas in ihrer Nähe rumliegt, was sie einfach unterwegs schon mal mitnehmen könnten. Das wäre wirklich sehr, sehr hilfreich. Genau. Pyrrha ist schon wieder am Prothesen bauen. Was baut sie? Was baut sie? Was baut sie? Sie hat eine synthetische Lunge gebaut und hier hat sie noch ein synthetisches Herz. Ist auch gut, sowohl die Lunge als auch das Herz, die synthetischen, wenn man die einbaut bei den Leuten, werden sie in der Bewegung schneller. Schnellere Bewegung ist im Grunde genommen das beste Upgrade, das man hier den Leuten geben kann, weil sie dann einfach schneller arbeiten, schneller von A nach B kommen, weniger Zeit mit Rumlatschen verplempern. Das ist vorteilhaft in allen Lebenslagen. Es ist was kaputt gegangen. Ja. Mechanisches Zeug geht immer mal kaputt. Es ist eine Batterie kaputt gegangen. Hier sieht man nochmal meine Batteriestation. Ich erkläre gleich, was die macht. Da kommt gleich jemand automatisch, um das zu reparieren. Was wichtig ist, ich mache mal hier den Schaltplan gewissermaßen mit an, wie das verkabelt ist. Batterien haben die dumme Angewohnheit, gelegentlich einfach mal zu explodieren. Das ist ganz ungünstig. Vor allem, wenn man alle seine Batterien irgendwie in einem Raum hat und die in die Luft gehen. Da macht es nämlich Karums und die gehen in einer Kettenreaktion alle drauf, was man eigentlich nicht haben will. Deswegen habe ich die hier so in Fünfergruppen vereinzelt und habe ihnen jeweils hier diese Fireform-Popper dazugegeben. Wenn bei so einem Teil Feuer in der Nähe ist, dann platzt das, haut Löschschaum raus und rettet die restlichen Batterien in dem Raum. Zusätzlich hat jede von diesen Fünfergruppen hier so einen Schalter, mit der ich sie an- und ausschalten kann. Das ist deswegen wichtig, weil es gelegentlich einen Kurzschluss irgendwo mal gibt. Und wenn man einen Kurzschluss hat, werden alle gerade aktiven Batterien komplett ausgeleert. Das ist ganz lästig, wenn man gerade mitten in der Nacht ist, sodass die Solarpanels keinen Strom erzeugen und vielleicht auch noch Windstille ist, sodass die Windturbinen keinen Strom erzeugen. Dann braucht man einfach eine stabile Batterieversorgung. Und in so einem Fall würde ich dann einfach die anderen zuschalten. Also hier, wenn man sich das anschaut, diese Schalter hier, die mit dem Punkt drin, das sind die, die gerade an sind. Die Batterien hier sind am Netz und die hier, die leeren, die sind gerade aus. Das heißt, die sind in Reserve. Sobald der Tag beginnt, das wird hier, jetzt ist es 2 Uhr, so ungefähr um 5 oder so, werde ich hier unten auch mal wieder anmachen, weil hier ist eine leere Batterie drin. Die werde ich ihn einfach tagsüber aufladen lassen. Ich mache es einfach jetzt an. Dann sage ich ihm einfach, er soll das anschalten. Dann kommt hier gleich irgendwie so ein Köttel da angelatscht und macht die Batterie an. Dann haben wir so ein bisschen Besucher. Die haben allerdings nichts zum Handeln. Da ist keiner mit dem Fragezeichen. Nee. Die werden hier jetzt bloß rumhängen, aber da noch eine Rauchwolke von, wo sie einen aufgekifft hat. Die werden jetzt hier nur rumhängen, bei mir pennen, mein Zeugs fressen. Aber da wird man gleich sehen, ich hoffe, dass es einer tut, dass sich gleich mal irgendwie hier so ein Joint oder so ein bisschen Meth holt oder Futter. Ja. Dafür lassen sie dann Silber da. Wow. Der hat gerade eben 2 Meals sich reingetan und hat mir dafür 170 Silber da gelassen. Das ist verflucht gut. Hier kriegt man viel bessere Kurse als beim normalen Handeln. Man sollte also zusehen, dass man in seinem Gästezimmer immer so
kleine Auswahl von Handelsgütern drin hat. Damit macht man nebenher ziemlich viel Geld. Gut, wo war ich? Ich war gerade irgendwo hier unten. Ja, bei den Batterien. So, jetzt ist es tagsüber, meine Solarpanels produzieren ohne Ende. Und wenn ich hier mal auf eine Batterie klicke, dann sieht man hier, wie stark die geladen ist. Es sind jetzt 17 von 1000 Watt-Tagen drin. Ja. Und hier sieht man, es Connected Rates, also was ich produziere, sind 35.000 Watt und meine Batterien sind momentan bestückt mit 16.700 Watt Tagen. Ja. Gut. Diese Efficiency 50% hier, das ist nichts, was man irgendwie ändern kann. Das ist halt so eine Eigenschaft von den Batterien. Man kriegt nur halb so viel Strom raus, wie man reingeladen hat. Tja, muss man sich halt dann überlegen, man kann nicht beliebig viele Batterien hinstellen, wenn man nicht beliebig viel Stromzufuhr hat, sonst geht nämlich der meiste Strom im Overhead von der Batterieladung verloren, sondern das muss man immer so ein bisschen aufeinander ausrichten, das ist so ein bisschen eine Erfahrungsgeschichte. Ja, Frage aus dem anderen Chat, ist wahrscheinlich egal, weil ich glaube, hier bin ich sowieso mit dem Frager alleine im Kanal, aber... Ich will mich ja so ein bisschen hier auch in der Interaktion mit meinem Publikum üben. Synthetische Herzen, haben die nicht auch Nachteile, weil man für Wartungsarbeiten am Herzen ausfällt? Nein. Also bei diesem Mod, das ich verwende, bei diesem Enhanced Prosthetics FUBA, da ist das nicht so. Was allerdings ist, es gibt ein zusätzliches zweites Mod von dem Hersteller dieses Prosthetics Mods, das genau solche Geschichten mit reinbaut. Also da ist es dann so, dass wenn man ein Transplantat bekommt, dass man eine Reha machen muss hinterher, da ist es so, dass synthetische Organe Wartungsarbeiten brauchen. Da ist das alles ein bisschen trickreicher. Bei dem Basismod ohne diese Erweiterung ist es allerdings ein totaler No-Brainer. Synthetische Organe rein damit, sind besser als die Originalen. So, jetzt müssen wir mal schauen, was hier passiert ist. Also erstens Lynx Revenge. Hier ist ein Lux sauer geworden, als Ryan ihn gejagt hat. Ja. Ryan ist das bloß egal, der macht ihn einfach platt. Ja. Am Anfang des Spiels, wenn man noch keine so starken Kämpfer hat, ist das problematischer. Dann ist so ein Lux echt ein Gegner. Dann das zweite, Jova. Jova ist von der Laune her offensichtlich zu schlecht geworden. Was sie jetzt gerade macht, ist, sie besorgt sich erstmal was zu rauchen und kifft sich die Birne zu, bis sie umkippt, dann geht's ins Bett. Na ja, gut, soll sie auch mal machen dürfen. Dann hier ist wieder ein bisschen Gerätschaft kaputt gegangen, so ein Cooler, da kümmert sich schon jemand drüber mit der Reparatur. Und wir haben einen Pirate Merchant am Funkgerät. Da schicken wir doch mal wieder unsere beste Verhandlerin hin. Liebste Pyrrha, ruf doch mal an bei den Jungs, was sie so anzubieten haben. So, was haben wir? Medizin, ja, ist zwar teuer, ich habe Geld, kaufe ich mal. Artilleriegranaten kaufe ich auch mal, die sind ziemlich cool. Hoffentlich kriegen wir noch einen Angriff, dann kann ich das mal zeigen. Diesen Bogen kann ich ihm noch verkaufen. Das war's eigentlich schon. Ich kann ihm jetzt noch ein bisschen Bier verticken, um meine Schulden niedrig zu halten, aber das kann ich mir gerade noch leisten. Except. Ja. Haben wir auch das gemacht. Na, schauen wir mal, was baut ein Pyrrha da gerade? Ah, ein Painkiller. Ja, das ist auch eben von diesem Enhanced Prosthetics Mod, ist das eine ziemlich coole Erweiterung, die es im Basisspiel nicht so gibt. Man kann verschiedene Arten von spezial künstlichen Rippen bauen. Also es gibt welche mit Painkiller, die also so chronische Schmerzen beseitigen. Es gibt welche mit Adrenalin, die Leute schneller werden lassen. Es gibt welche, die Alkohol absondern, wenn man Alkoholiker hat, damit die nicht auf Turkey kommen, wenn es Bier alle ist. So ein Zeug, das kann man denen einbauen und damit seine Leute noch so ein bisschen aufbiegen. Das ist eigentlich auch ziemlich cool und vor allem, es ist einfach auch eines von diesen Features, die das Spiel im Endgame dann interessant halten. Also reines, ungemoddetes RimWorld über den Punkt, wo man das Raumschiff hat, hinauszuspielen, ist einfach sinnlos. Es macht keinen Spaß. Aber mit den richtigen Mods, ja, doch. So. Schauen wir mal hier. Das hier ist übrigens mein Bildhauertisch. Mal gucken wir mal, was hier schon passiert ist. Wir haben hier eine Grand Sculpture, also eine sehr, sehr große Skulptur. Da muss noch einiges getan werden. Ich freue mich schon drauf, wenn Blackout die fertig hat. Ich
kommt nämlich dann da unten in mein Kunstmuseum mit rein. Ich könnte es auch verkaufen, die sind eine Menge Kohle wert. Ah, hier, oh, jetzt ist es gefährlich geworden. Buck Revenge und die Herde ist stinkig. Hier habe ich nochmal Schwein gehabt. Die Herde besteht offensichtlich nur noch aus zwei Viechern. Das kriege ich mit ihm in den Griff. Ja. Aber wenn das noch 20 Viecher sind, das ist sehr, sehr schmerzhaft. Dann ist im Grunde genommen der Angegriffene im Eimer. Hier mit zwei Viechern mache ich platt. Ja. Und dann sage ich ihm also jetzt mitnehmen, damit wir so schlachten können. Zack. Und dann legt er sich automatisch in ein Krankenhausbett und lässt sich vom Arzt reparieren. An dieser Stelle ein kleines bisschen Werbung, einfach deswegen, weil man sie eigentlich nicht machen soll, ich aber an der Stelle ein bisschen subversiv bin. In meiner Hand befindet sich gerade ein iStick Pico Akkuträger von eLeaf, auf dem sich ein Kronos 1.5 Verdampfer der Firma Nico Vapors befindet, mit einem 3 mg pro Milliliter Liquid Yellow Juice von Pipeline. Und ich kann euch mal sagen, liebe Kinder, das ist eine fantastische Kombination. Alles zusammen mit Akku wird man wahrscheinlich 140 Euro hinlegen und hat wirklich Spaß dran. Die Kombination ist absolut perfekt und funktioniert für Mund zu Lunge und direkt in die Lunge gleichermaßen gut. Und ich weiß, dass unsere liebe Frau Professor es nicht mag, wenn man in solchen öffentlichen Streams, wo es auch noch mit Videospielen ist, sowas bewirbt. Aber liebe Freunde, es ist 1:39 Uhr. Tue es, weil ich es kann. Er erntet noch ein bisschen Marihuana. Hier unten ist echt viel von dem Zeug. Da müsste ich wirklich mal jemanden hinschicken, um das aufzuarbeiten. Mach das mal, Blackout. Nein, dein Bildhauerkram ist schön und wichtig, aber jetzt will ich erstmal Tüten sehen hier. Wie viel haben wir denn davon insgesamt? Schauen wir mal nach. Ja, momentan haben wir insgesamt 400 Joints da. Das ist eine ganz gute Menge, aber zum Handeln zu wenig. Und wenn wir schon Drogen haben, wollen wir auch dealen damit. Ne? Das ist klar. Lukratives Business. Ja, ich träume ja immer noch davon, dass ich hier irgendwann mal wahnsinnig berühmt werde und nicht mehr einen Zuhörer habe, sondern Tausende. Und ich sag's euch jetzt schon, ich werde meine Let's Plays dann als Call-In-Shows machen. Irgendwie, wo man sich mit Skype mit mir verbinden kann. Und da machen wir hier Domian mitten in der Nacht. Das fände ich ziemlich witzig, vielleicht zu so einem festgelegten Termin. Irgendwie so jeden Samstag von 3 bis 4, ja, könnte man irgendwie die Sendung Dovian machen. Ja, wo hier der dicke Zappes sich an seinen Rechner hängt und ein bisschen was Langweiliges zockt und sich nebenher mit seinen Zuschauern unterhält. Ich muss mal drüber nachdenken. Wäre aber eventuell lustig. Wenn ich genug Zuhörer habe. Weil wenn ich nur einen Zuhörer habe und mich mit dem unterhalte, ist es nicht so spannend. Es ist Nacht. Es passiert nichts. Wie Douglas Adams sagen würde, nothing continued to happen. Jetzt gibt es noch ein Wässerchen und ich glaube, so 15 bis 30 Minuten hält meine Stimme noch durch. Danach drehe ich das Mikro ab. Ihr könnt mir dann ohne Sound weiter zuhören. Und ich gebe mir dann noch ein bisschen Musik, GEMA-geschützte. Hier sieht man jetzt, wie die Muckels da rumrennen und brav Pflanzen nachpflanzen. Was ich jetzt bei ihm mache, bevor er wegrennt, soll er gefälligst einfach mal so einen Stapel von den Joints mitnehmen, damit ich die oben an der Stelle habe, wo man handeln kann. Weil man kann, wenn man so am Funkgerät so einen Händler hat, nur das Zeug verkaufen, was im Range von so einem Modul hier ist. Ein Trade Beacon
Nur das, was im Arbeitsbereich von so einer Beacon ist, kann tatsächlich gehandelt werden. Deswegen ist es relativ wichtig, dass man gelegentlich mal sein Zeug, das man irgendwo am Arsch der Welt produziert, in die Basis zurückholt. Liebster Wald, es ist schön, dass du jetzt erstmal ordentlich brauchen willst, aber besser ist es, du trägst das Zeug erstmal in die Basis. So, wo sind wir beim Bier, wo sind wir beim Meth? Ja, Grundmaterial für Meth ist reichlich vorhanden. Jenny, mach hin. Cargo-Pots, was haben wir hier? Irgendwelches Leder. Ah, interessant ist in erster Linie wieder der Stahlkram, den man hier irgendwie abkriegt. Nu, irgendjemand hat Hunger. Blackout, ja, das ist kein Wunder. Die spachtelt erstmal jetzt an, okay. Und arbeitet weiter. Das finde ich brav. Leute, die sich ihre Brote zur Arbeit mitnehmen und wenn sie ein paar Brote gegessen haben, einfach mal weitermachen. Insbesondere dann, wenn sie einen Arbeitsplatz haben, wo sie eine Viertelstunde zurück nach Hause latschen. Ja, gut. Ja, also ich glaube, dass ich jetzt in den vergangenen, was weiß ich, 59 Minuten und 53 Sekunden, sagt mir OBS, einen ganz guten Einblick gegeben habe, wie das aussieht, wenn man so eine RimWorld-Basis im Endlosspiel betreibt und eigentlich schon längst das Spiel zu Ende ist und man nur noch so, ja, aus Gewohnheit weiterspielt. Wie gesagt, mit der nächsten Alpha wird alles besser, wird alles schöner. Aber ich kann einfach nur jedem empfehlen, mal bei Steam reinzugehen und sich das Ding mal anzuschauen. Und ja, eigentlich einfach zu kaufen. Glaub mir, das kann man unbesehen kaufen. Ich werde an dieser Stelle die heutige soundbasierte Aufzeichnung beenden. Und ich glaube, dieses Video, das ich heute gemacht habe, weil ich eben nur einen Zuhörer hatte und gerne ein bisschen mehr Publikum erreichen würde, das stelle ich bei YouTube rein. Das kommt noch in meinen Standard-Kanal, nochmal als Off-Topic-Video. Ja, wenn ich dann irgendwann mal tatsächlich so eine Let's Play-Reihe mache, dann mache ich das dann wirklich in kürzeren Folgen. Ich würde sagen, es werden dann immer so halbstündige Folgen. Und dafür mache ich dann auch einen eigenen YouTube-Kanal auf, damit die Leute, die da keinen Bock drauf haben, die da nicht interessiert dran sind, das Zeug nicht in ihrem Stream ständig durch die Gegend fliegen haben. Bis dahin, liebe Kinder, wünsche ich euch einen wunderschönen guten Abend und Tschüssing. Was? Boah, ist für die Stimme schon anstrengend.